als Mary Cars Gatte noch lebte, Oscar hieß er, und sie selbst noch auf zwei sehr schönen Beinen ging. Das rechte hatte unweit ihrer Wohnung am 21. September 1925 die Straßenbahn über den Knie abgefahren, tauchte ein gewisser Dr. Negria auf, ein junger rumänischer Arzt, der hier zu Wien an der berühmten Fakultät sich fortbildete und im allgemeinen Krankenhaus seine Jahre machte. Das ist der erste Satz aus Heimito von Dohleres Roman Die Strudelhofstiege. Der Roman ist ein wirkliches Geschenk an den Leser. Man bekommt wahnsinnig viel geboten und ich liebe dieses Buch wirklich heiß und innig. Es ist voller skurriler Figuren. Es ist eine schöne Geschichte auch in Wien zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Es ist wahnsinnig viel Humor drin und es ist auch die perfekte Vorbereitung, wenn man nach Wien fährt. Und jemand, der wie ich ein bisschen verliebt in diese Stadt ist, liest immer wieder in diesem Buch, um ein bisschen auch diese Atmosphäre einzusaugen. Also ich kann das Buch, diesen Roman jedem empfehlen, der wie ich ein Fan ist und sich gerne Geschichten erzählen lässt.